und willkommen zurück. Meine Güte, ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Bregers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Scotland getan hat. Okay. Weltkarte einmal gucken. Stimmt. Ich. Was ist hier? Wir werden jetzt hier hoch und dann dahin gehen. Nebenbei mal die Questen, die wir mal zurück abgeben. Das ist jetzt erstmal der Plan. Okay, wir haben jetzt erstmal noch Zeug. Jetzt aber wir machen erstmal die Taschen leer. Dann werden wir das so tun. Mir ist hier gerade so ein Gedanken gekommen. Kann das sein, dass das Spiel ausgelegt ist darüber, dass man einfach durch die Story rusht, um effektiv zu sein? Aber wenn man die Story genießen, das Spiel spielen, kann es sein, dass man bestraft wird? Genau wie das, kann man das nicht... offiziell handhaben? Das Ding behalten wir, ja, dass man dadurch bestraft wird? Dass man irgendwann einfach nicht mehr, dass viele Sachen hier mitskalieren auf einmal? Irgendwie nicht so das bei, was ich mir vorstelle. Die Werte. Tasche. Inventor. Was haben wir denn? Okay. Braucht ihr Schmiedekunst? Wir müssen erstmal alles reparieren. Ein Geld habe ich ja. Kann ich das aufwerten? Den Schaden über Zeit. Was ändert sich denn eigentlich? Ah, Intelligenz, das, alles klar. Das hier ist jede Münze wert. Ja, dachte ich mir schon. Gut. Dann werden wir mal die Edelsteine einmal pushen. Die Schädel. So ist der Plan. Ich habe so viel Zeug, ne? Immun macht. Ja, ich bin Messi. Lasst mich. Wir nehmen alles mit. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich bin Messi. Ich werde irgendwann wahrscheinlich auf den Punkt kommen, dass ich das jetzt verschrotten kann. So, Schädel. Jetzt haben wir zwei davon. Gut. Bräuchte ich denn für nächste Stufe? Haben wir irgendwas mit drei? Ja. Nidierter Topas. Roher Topas. Im Besitz 3, Materialkosten. Aber 3. Wie geht der Topas, ja? Ach. Kann ich das eventuell noch gar nicht weitermachen? Fehlt mir dazu irgendwo noch eine Stufe? Ich habe drin... okay. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Oh, Einwurf. Kommode, okay.
100.000. Sollen wir uns jetzt umziehen? Variante auswählen, okay. Das sieht gut aus. Hä? Drehen Sie sich. Machen wir uns mal ein bisschen Schmucker, wa? Ja, das sieht gut aus. Abgenutzte Hose. Variante auswählen. Warte mal, speichern. Standard aussehen. Was bringt mir das? Aussehen ohne Rüstung. Das ist nur Aussehen? Ja, speichern. Ich kann hier keine Waffe tragen. Okay, wir werden das weitermachen. Na, kommen Sie. Dann werden wir den Sachen jetzt erstmal weiter folgen. Das Arsenal. Ja, das kennen wir noch. Toter Ziegenmensch. Das greifst du mich auch an. Genau, der jetzt hier hoch. Hier ist noch eine Kiste. Ja, wohl nicht. Gönn ich jemand anders. Oh, wer bist denn du? Du machst bestimmt. Oh. Bin ich richtig, ey. Ist mit euch nicht richtig? Ich habe keine Essenz mehr. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Essenz mehr. Warum tötest du mein Vieh, ey? Ich möchte gerne erstmal alleine spielen. Multiplayer, den gönne ich mir alleine. Das Tunika. Ich spiel los auf einmal. Warum ist das so schwer? Ja, gerne. Würde ich gerne mehr gönnen. Ich brauche mehr Essenz. Aber ich muss das unbedingt hochleveln, ne? Ja, habe ich das Gefühl, man, dass das alles nicht ganz so geil ist, ne? Wenn man sich einfach mal die Story gibt. Ich habe kaum noch Essenz. Oh.
Essenz mehr. Komm. Ja, komm. Eieieiei. Die sind ein bisschen anders als andere. Eieieiei. Muss irgendwie auf den Hof hier rauf. Hier mal zurück. Gucken, was sich da so findet. Aber ich erkunde so gerne und das finde ich sehr schade. Ja, ich will nicht maximal effizient spielen. Ich will Spaß haben. Erkunden. Monsterschlachten. Was haben wir jetzt hier? Ein Ort. Hier haben wir auch alles. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann und schicke es ihm sofort. Okay. Was ist bei dir? Ach so. Kodex der Macht. Aspected extrahieren. Gegenstand verzaubern. Verzaubern seltene Gegenstände. Was können wir denn machen? Ach, stimmt, da war ja das. Aha. Willenskraft. Was war jetzt nochmal Willenskraft? Intelligenz. Okay. Stimmt, da war ja das. Machen wir das. Edelsten Schliffe und funkelsten Steine. Was darf sein? Nicht viel. Vier Lidierter. Hier mal ein. Ah, hier ist Glücksspiel. Ah, hier habe ich auch eine Truhe. Okay, also bin ich in der nächsten Stadt jetzt. Ah, machen wir dich erstmal weg. Nicht irgendwie was bei, was interessant ist, ne? Hallo, Schmied. Sehr gut. Hast du irgendwas Interessantes? Nö. Dann können wir ja weiter gucken. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Also muss man nach der Story, kann man die Nebenquest machen. Kann man alles andere nebenbei machen. Was ich auch wieder sehr schade finde. Gehen wir nach da. Wirkt so ein bisschen wie Kyras. Oh, hier komme ich noch nicht rein. Dann gehe ich wieder zurück. Aus dem zweiten Teil.
auch schön hier hoch. Gut. Da war mal am Anfang auch immer ein bisschen sehr unterpowered. Müssen wir nach hier gucken, was hier so auf einen wartet. Über viele Ratten. Ich habe kaum noch Essenz. Stirb endlich. Boah, ist verpiss ich. Ich will alleine spielen, Dagobert. Ich habe keine Essenz mehr. Ich möchte doch einfach nur alleine spielen. Ich brauche keinen, der mir hilft. Ich muss auf jeden Fall was haben, um Abklingzeiten runterzukriegen. Mich das spammen kann. Weg mit euch. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, der Soundfall kenne ich. Das Soundfall kenne ich. Boah, jetzt gebe ich ganz anderen Spiel auf den Sack. Ich habe keine Essenz mehr. Also was hasse ich, habe das extra ausgestellt, ne? Jetzt nerven sie mich. Ja, weil ich das schon mal hatte, dann haben sie irgendein Event getriggert und ich war tot. Aber es war auf ihrer Stufe. Ich habe keine Essenz mehr. Muss unbedingt leveln. Ich brauche mehr Zeit. Ach echt? Noch gar nicht aufgefallen. Na komm. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin so viel Leichen. Ich muss heute sie mehr nutzen. Sie einfach mehr nutzen. Was haben wir jetzt hier? Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Ach echt? Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck halten die Toten länger auf? Na, das erzähl mir ein. Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braystark zu besuchen, Wanderer. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Dornan schickt mich. Ha, immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah. Das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr?
Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut diesem Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Okay. Ja, dann werden wir mal Vollgas geben, würde ich sagen. Können wir hier durch? Nee. Ist hier irgendwas drin? Nur Aussicht. Okay. Einfach nur Aussicht. Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was soll ich auch? Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Die gehen ja noch. Jetzt müssen wir irgendwie dahin. Du erlangt Ziegenmenschen. Na komm. Komm. Wir brauchen mehr Zeit. Brauchst du gar nicht. Weg. Zack. Hier ist die Straße versperrt, okay. Also müssen wir über hier hin. Der spawnt einfach rum, wa? Ja, er spawnt einfach, weil er nicht klettern kann. Wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Den Eingang, okay. Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment. Warum ist der Durchgang blockiert? Ja, mach auf das Ding. Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell! Also gut. Problem. Eale, Eale, du gru, anidola nochedo. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Ein Banshee, okay. Ich habe kaum noch Essenz. Na komm schon. Na, schmeckt euch nicht so ganz, ne? Kann das sein? Ich brauche mehr Zeit. Komm.
Weg. Na, das hat ja wunderbar geklappt. Wo muss das eigentlich sein? Eine Stahlsense, okay. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Ja, und ich schicke sie wieder in die Ruhe. Das ist mein Job. Angekommen. Nahende Schatten. Aber gleich leveln wir. Na, gucken, was hier so Schönes gibt drin. Ist jetzt nicht viel. Bereitet mir Aridas Abwesenheit größere Sorgen. Sehr schön. Ich muss ein bisschen Benz tanken. Sie ist genau, wie mein Vater sie beschrieben hat. Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Aber Arida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Okay. Dann werden wir ein paar Schutzsteine bringen. Auf den Laden hier. Erstmal den Banshee vernichten. Oh, der Banshee ist hin. Oh, weg. So, einmal aufgeräumt. Gut, dann gucken wir doch gleich mal rein, ob wir noch irgendwas wegleveln können. Was haben wir hier? Verbrauch einer Leiche erzeugt. Weg. Knochengefängnis. Nächster Rang. Wir haben aktuell 18. Okay, da geht die Abklingzeit runter. Dort geht die Abklingzeit runter. Zack, kraftbringender Tod. Mehr Schaden. Beschwörungschance. Okay, aber ich will gerne. Knochensperr ist voll, aber ich will gerne hier mehr. Ihr haltet ein. Das ist physischer Schaden. Jetzt brauchen wir beim Knochensplitter noch. Verfügt eine Chance, was mit einem Gegner lang verwundbar zu... Ah, verwundbar, das ist gut.
3 auf, okay. Kritische Trefferchance. Wenn ihr denselben Gegner mindestens 3-mal mit dem selben Wirkung Knochensplitter trefft. Verwundbar. Nicht erlernt. Okay. Brauchen noch ein paar Level. Siehst du, kann ich irgendwas noch deaktivieren, was ich nicht brauche? Gleichgewicht und eben Energie. Nee, habe ich. Jetzt glaube ich schon einigermaßen auf richtigen Weihe. Warmung des Todes. Nee, Skelettmagie brauche ich nicht. Grausige Heilung. Nekrotischer Panzer. Den brauche ich auf jeden Fall auch noch. Gut. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Immer her damit. Oh, guck sie dir an. Ich brauche mehr Zeit. Na komm. Einfach wegsprengen. Ja, läuft. Ich muss unbedingt die Ablenkzeit dafür runterkriegen. Weg. Na komm. Na, verwundbar. Also schon hin. Sehr schön. Wird aufgehoben. Ich habe wieder einen Rucksack. Na komm. Noch die 1. Komm. Na, was los? Weg mit euch. Na komm. Ah, der Mörser. Stab. So, was ist auch die Kiste hier? Ja, nichts Wildes bei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.